Schlafi. Benennen sie noch schön für dich, warte. Ja, hier laufen die Viecher schon rum, die ersten. Geil. Komm, lass uns was schlachten gehen. Vielen, vielen Dank. Ne, hier schlachte ich gar nichts mehr. Ich gehe nur noch in Nether. Nether. Ich möchte meine Freunde umbringen. Jo. Alter, oder? Es muss benannt werden. Ich hab das Lachen vermisst. Thunder Crisis wurde von MJ Shadows mit seinem Penis erschlagen. Gib gut drauf acht, ne? Also, das hört sich auch so wie es gut an für so einen Titel in so einer Zeitschrift, so einer Zeitung. Die Panda lachen. Das ist voll das Quietschen wie so eine Maus. Digga, wer knirscht denn da so, Alter? Derjenige, der Zeit hat, etwas zu essen, weil der nämlich am Schlafen ist! Ach so, er sagt es doch. Ach so, ja stimmt, da war ja was. Ja, ist sehr lecker. Du frisst dich in den Arsch. Tag? Ist Tag? Nee. Nee. Doch. Ja, wenn David nee sagt, dann heißt es auf jeden Fall ja. Ja, dann heißt es ja. Weil er auch schon versucht, uns zu verarschen. Er versucht unseren Trick. Ja, ihr habt mich auch schon verarscht. Ja, genau. Ich hab immer bis jetzt ehrlich. War bis jetzt ich immer ehrlich. Nicht. Aber auf mich hör halt. Du gehörst doch zu dem Pack dazu. Was laberst du denn? Dass diese scheiß Helme mal so wenig Haltbarkeit haben. Die Helme? Die Schaufeln, dann kriegt er schon. Schaufel ist doch nicht dein Anzug. Doch. Zwischen den Beinen ist das, hast du eine Schaufel, ja. Ja, damit lässt du da. Ja, damit kannst du schaufeln, Jungs. Voll die Form so. Passt voll gut. Wartest du gerade auf irgendwas, oder? Ich hab keine Erde mehr, lol. Aufs Bauen irgendwie. Robert, sponsor mich mal an Erde, danke. Verpiss dich. Robert, sponsor ihn mal. Ja, guck mal, dann sagt er, verpiss dich. Mit Erde, hallo, ja, gerade das, was ich auch brauche. Sponsor ihn doch einfach mal. Ja, ich brauche ihn sonst nicht. Nein. Alter, ich hab so viel Scheiße hier. Nein! Elf in the Chat, Boyo. Es ist schon wieder Zeit. Bist du schon wieder verreckt, oder was? Ja. Sonst würden ja die Fs nicht im Chat stehen, Boyo. Nee, ich bin eben gerade rausgetappt. Ach so. Boykottieren. Du kannst dich eh in den Chat schreiben, Junge! Da auch noch eh in den Chat. Esel! Warte. Rocky okay. Junior. Ich weiß ja, ich weiß schon, wofür das F vielleicht stehen könnte. Nicht für Ficken, nein. So schlimm wär's ja anscheinend auch nicht, die Lacht. Dann würde ich nämlich einfach das in den Chat schreiben. Ficken! So. Immer. FP? War zwar keine Frage, glaube ich, aber... Ne, die Noten in doch, Amerika war, ist doch, glaube ich, auch immer per Buchstabe. Was? In Amerika sind Buchstabennoten. Ja. Amerika! Nee, F in the Chat kommt aus Call of Duty. Das ist ein Meme. Ja. Call of Duty. Kenn ich mir auch nicht. Kenn ich auch nicht. Das ist aus Advanced Warfare, glaube ich? Dein Soldatenkollege ist verreckt. Und du bist bei der Beerdigung und dann stehst du vor dem sein Grab und musst einfach F drücken, um dem Respekt zu zollen. Ja, okay. Als ob ich so ein scheiß Teil spiele. Oh, Advanced Warfare war sogar ganz gut von der Kampagne. Echt? Siehst du? Er spielt auch nur die scheiß Story von der Call of Duty. Hey, ja! Scheiß auf den Multiplayer. Der neue Teil, die Kampagne war richtig geil. Modern Warfare. Es gab geile Momente, musst, geile Kapitel. Wenn du in Summer Hill House bist, in diesem Ghetto da in London, ja, so ein Haus, ne? Und wenn du das, wenn das Baby tötest, was da in der Wiege liegt, dann kommt immer so, sie dürfen keine Zivilisten töten, die dürfen keine Babys töten. Babys sind Zivilisten oder sowas. Wow. Ich fand's eben, die haben so angegeben, so, ja, das wird richtig krass, und dann darf man einfach so gut wie nirgends Zivilisten töten, ja, wow. Ja. Das kommt so bei keinem Kopf, die Zivilisten töten. Doch, bei MW2. Ja, aber da richtig, Alter. Flughafen, Alter. Alter. Geil. Ja, wurde das dann nicht deswegen so zurückgerufen? In der schwulen deutschen Version. Wer spielt die deutsche Version? Echt so? Ich wollte gerade sagen. Ich habe noch kein Call of Duty auf Deutsch gespielt. Doch, ich schon, wenn es halt nicht im Zweiten Weltkrieg spielt oder eben nicht sowas wie MW2 hat.
Also, erst recht, wenn's in der. Ja, wenn's in der. Junge, bau doch ein scheiß Holz hier ab, Mensch! Wobei, inzwischen sind Hakenkreuze auch in Deutschland in Ordnung. Ja, das, aber so wichtig ist das auch noch nicht. Nee, in Wolfenstein zum Beispiel, in dem neuen, das zwar scheiße ist, aber da ist ein Hakenkreuz. Du meinst das, ja, wo es einen Koop-Modus gibt? Genau, ich hab Wolfenstein. Erst auch die Scheiße gekauft. Und dann war das dann irgendwie so, ja, da in der Version war das nicht drin. Und so, ja, da geschehen. Ich fand den Koop-Modus cool. Ja, ich finde das Spiel war so scheiße. Echt? Ich fand das eigentlich ganz cool. Youngblood war cool. Ja, siehste. Also ich fand das eigentlich ganz braucht cool. Braucht jemand noch Bücherregalen? Weil, ja, hat ja. Jemand von ja. Euch ein ja. Spiel? Ich hab das neue? Seit drei Stück. Ja, ich nehm sie gerne. Dann. Hat von euch schon jemand Doom gespielt? Doom? Das neue. Nee, das alte. Ich hab das, würde gerne spielen. Mein Vater zu Ostern geschenkt. Wow. Und da dachte ich mir so, ach, dann lässt ihn das mal schön auf einfach spielen. Also auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, damit er da klarkommt. Ne? Und er ist da davon abgegangen, oder was? Ja. Nee. Und dann dachte ich so, ja, dann sagt er so, ja, spiel du mal weiter, dann habe ich das auch weiter gespielt. Ah, die so auf die Fresse gedreht. Das ist ja, das schwer. Doom ist so schwer. Das neue ist echt schwer. Das habe ich schon aus Reviews gelesen. Schwer. Also, oh, oder du bist auch doch schwer, das schuld ich mir auf jeden Fall. Oder du bist einfach nur kacke. Ich wollte gerade sagen, ihr seid einfach nur zu schlecht. Nee, es ist wirklich schwer. Weil es einfach ein behindertes System hat, dass du nie genug Munition hast. So. Ja. Du musst immer die Waffen rumwechseln und so. Das ist halt. Das ist auch nicht Doom irgendwie. Ja, also das ist doch total dämlich. So oft jetzt, dass ich keine Munition mehr hatte. Ja, das ist. Dass ich an bestimmten Stellen einfach komplett verkacke, weil ich einfach keine Munition mehr hatte. Doom war schon immer, du hattest genug Munition, wenn du einfach nur genug hast. Also ich finde das Spiel so gekillt. Richtig geil, das macht richtig Spaß. Auch vom Movement her, da war ich am Anfang auch so ein bisschen kritisch, dass ich mir so dachte, ja, das ist viel ja. Ja. Aber so ist eigentlich ganz geil, das macht schon Bock. Ja, ich werde es mir auch auf jeden Fall holen. Ja, David macht doch mal ein Let's Play davon, da haben wir auch was zu lachen. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Shooter. Genrohr. Ja, genau. Aber Renegade hast du auch gespielt. Ja. Das ist auch CNC, die Story ist auch cool, die kenne ich auch. Interessiert mich auch. Ja, woran ich mich halt nur spiele, die ihr schon kennt irgendwie. Ja, war schon seit Jahren so. Ist aber cool. Aber warum spielst du denn Minecraft? Ja, kennt ihr halt schon. Nein, kennt er nicht. Ja klar. Hallo, 1.15.2 ist neu für dich gewesen. Neuland. Du hast das davor noch nie gespielt. Glaube ich. Ja, was labert der Junge da? Echt, so Ziege, Alter, bist du ja, eigentlich heute eine Ziege schon in einem Delirium gefangen. Das habe ich damals gespielt, als es noch ganz günstig war. Was? Das Minecraft? Ja, Minecraft war damals günstiger. Das hat ja, damals nur 1 Euro gekostet und das wurde dann irgendwann teurer auf 13, 14 oder so. Ich glaube, ich habe da damals 20 Euro schon für bezahlt. Ich nicht, ne. Was weiß ich, 18 Euro oder so. Rocky ist ein sogenannter Schnäppchenhunter. Das auch, ja. Ah, ich hab mir gerade auf Xbox, da hatten sie Killing Floor 2 im Angebot für 10 Euro. Das darfst du mal auf PS Plus, sonst ist es nicht schlecht. Ja, will ich mal testen. Ich wollte mir das schon immer kaufen, aber ich bin irgendwie nie zugekommen. Jetzt ist Robert auch gemutet, Alter. Kann er muten. Was denn? Warum bist du gemutet, Bro? Was denn? War am Wichsen, sollte man nicht hören. Hä, ja, warum? Ich will das aber hören. Hat dir Panda wieder Bilder geschickt? Was? Halbe Roboter. Was für Bilder, Matze? Das weißt du doch ganz genau, Kalari. Ja klar. Hentai nachgestellt, in echt. Nachgestellt, so. Das hört sich an. Ist auch Pornografie, also. Das hört sich gar nicht so schlecht. Pornografie sollte illegal mit Lolis? Sein. Lollis, ey. Nee, da bin ich raus. Was? Hast du das gelesen, dass das jetzt in NRW kommen soll, dass man sich, ich weiß aber nicht, ob das auch bundesweit kommt, dass man bei Pornoseiten seine Alter ja mit Ausweis nachweisen soll? Ja, das war ja nur eine Idee, das war jetzt noch nicht. Nee, das setzen sie jetzt um. Ernsthaft? Ja. Da habe ich was anderes als gehört. Als würde ich bei Panda gefährlich. Als ich bei Pornhub meine ID angeben, weil ich muss ja bescheuern. Pandahub, Junge. Panda hab, ey. Richtig so. Jugendliche unter 18 sollten keine Pornografie zu sich nehmen, Leute. Das ist illegal. Das befürwortet er, weißt du? Ha, ja? Ich bin aber schon 18. Ich bin ja auch nicht mehr unter 18. Achso, ja, YOLO so. Ja, ja. Solange es mich nicht betrifft, ist mir doch okay. Gerade bei euch auch so doll?
Nö. Es leckt? Doch, ja. Es leckt, das ist ja mal was Neues. Alter. Ich kann den Baum flecken? Was ist das? Also, bei mir läuft alles lustig, ich baue Erde ab. Also. Ich baue halt ab und es ist echt kritisch. Was? Kritisch? Ich baue die ganze Zeit. Energieniveau kritisch. Da bin ich ganz bei Panda. Ey. Red Alert 1, Alter. Du bist auch ein Sim. Ich vermisse Tabirin Twilight. Genau, Twilight. Ja, genau, ja, gute Twilight, Idee, Twilight. Ja. Ich vermisse Twilight, ja, die Filme waren. Twilight Princess, ja, Mann, das war geil. Jeder hat sein eigenes Spiel mit Twilight. Ja, yeah, ich meinte eigentlich hier Tiberian Dawn. Geh weg damit. Das erste Teil. Zelda, einzig wahre Twilight. Nee. Weiß nicht. Ja, das war die einzige vernünftige Twilight. Grafik noch. Wer wollte nochmal weg? Was du nie zu Ende gemacht hast, du Penner, ey. Was ja, Let's Play-mäßig. Ja. 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 Also, jetzt hab ich tausendmal zu Ende gespielt. Dingsbuch zu Ende gespielt. Renegade? Mach mal Twilight Princess LP. Was? Nee, mach mal Mass Effect LP. Hast du Renegade zu Ende gespielt, David? Das fragt er mich eiskalt. Ja. Eiskalt? Was ist das überhaupt? Weiß, dass du es mal einmal abgebrochen hast. Im CNC oder so. Ja, vor Jahren. Ja, Müll. Und da habe ich es neu angefangen und das ist schon lange vorbei gewesen. Ja. Wer spiel doch mal gute Spiele. Wer wollte noch mal weiße Keramik haben? Das Problem, ich habe keine guten Spiele auf meinem Desktop, wenn du verstehst, Robert. Da habe ich keine guten Spiele. Du Pisser, Junge, ey, das triggert mich jedes Mal so hart, wenn ich dein Desktop sehe und dann rechts lächelt mich dieses kleine hübsche Symbol an. Okay, bei der nächsten Baufolge mache ich ein Easter Egg da rein. Oh, Alter, ey. Du meinst hier... Warte, Ziegel, du wolltest weiße Keramik haben. Nein, ich wollte Bücherregale. Ja, wer wollte denn weiße Keramik haben? Ist das dasselbe wie Beton? Nein. Ja. Nee, es sieht nur ein bisschen hässlicher aus. Nee, dann baue ich das nicht. Ich glaube, das sieht irgendwie, glaube ich, ein bisschen grauer aus oder ein bisschen dunkler oder so. Ein bisschen dunkler, ja. Nee, aber dann nicht. Aber weiße Keramik haben. Okay. Weißt du, jetzt will jemand sponsern, aber ist dann so, nö. Das passt halt nicht zu meinem Dorf hier. Kalani, wenn du es nicht brauchst, dann gibt's. Ja, verstehe ich schon, aber. Meinst du die Bücherregale oder. Machst du mich jetzt schon wieder rein? Weil ich das mag. Weil ich mich das mag. Willst du es auch von mir machen? Ich mach das gar nicht. Gib dir dafür auch andere Sachen. Gerade eben habe ich gefragt, ob ihr gelästert habt, als ich rauchen war, und du so ja. 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 Aber über wem? Über mich? Über Marco? Nee. Haben wir doch alle. Inzwischen wissen ja zwei Leute hier, wie ich jetzt aussehe. Also von dem her haben sie gelästert. Assis. Die haben. Warum soll ich über dein Aussehen lästern? Die haben geliebt. Das ist doch ein Joke, Bro. Warum fragst du jetzt? Das ist so voll traurig, so ein bisschen in der Stimmlage. Warum soll ich über dein Aussehen lästern, Bro? Nö, ich hab das eher fragend gefragt. Das ist doch nur ein Joke, Bro. Fragend gefragt. Genau! Kannst du aufhören, so viele Fragen zu stellen, Alter? Du darfst 90% der Sachen, die ich hier sag, nicht ernst nehmen. Oder 95% sogar. Okay, TNT, ich muss mal was etwas wegbringen. Okay, TNT. außer wenn ich sag, mein Penis ist klein, dann stimmt es. Ich muss. Ja, deswegen sag ich auch nur 90% der Aussagen. Ja, genau, weil mein Penis ist halt einfach klein. Der ist 10%. Jetzt habe ich endlich Verwendung für mein TNT. Jungs, die Collection. Was? Collection? TNT Collection. Nee, die nicht. Fuck. Kies Kaka. Nein, sag doch. So, wer sowas braucht jetzt Erde? Sagt der damals noch so richtig krass CNC gespielt hat. Ja, dann kommt mal her, ich baue mal. Marco hat CNC gespielt. Alter, ich komm vorbei. Schande. Ja, ich hab CNC gespielt. In seinen Jugend, Altern, Zeiten. Mit Gondel damals. Ja, Gondel, ich bin hier, ich komm zu dir. Nein! Ich geh trotzdem hin. Was ist eigentlich mit dem? Von dem hört man ja gar nichts mehr. Ich sehe nur die ganze Zeit wie Battle.net, Diablo, dann League of Legends bei Discord. Also ich schreibe auch ein bisschen. Alter, was? Der soll mal wieder am Start hier kommen, ey. Ja, der soll mal mit uns CNC spielen. Ich genau. Nee, das glaube ich nicht. Gute Spiele spielen. Doch, genau das soll er machen. Doch, spiel doch mal. Nee. Das rede ich im Außen mit seinem Ehemann, haben. Also. Ey, bei Battle.net hat der mir sogar damals eine Anfrage geschickt mit echten Namen austauschen. Ich weiß seinen Nachnamen. Ich auch. Ja, aber. Ja, auch krass. Wirklich, Gondel, wirklich. Ich kenne auch Baums Nachnamen zum Beispiel. Eichel?
Nee, das war zu. Das war Zufall, Digga. Da war Baum ein bisschen dämlich. Wir wissen sogar alle. Ach so, damals. Lass doch mal Bäumchen. Baum. Ey, lach nicht, ja? Doch. Okay. Kichern, Mann. Kichern. Das Schlimme ist. Fallschaden. Matze, was du da gerade gesagt hast. Ja. Marze. Ich weiß gar nicht, warum wir das wissen. Matze. Marze. Schläfst du eigentlich auf einer Matratze? Matthias! Ravioli! Nee, für dich gibt's auch. Kommt jemand jetzt die Erde abholen? Ja, ich komm. Schnieke und der Fick. Du bist halt nur ein Alter, wie viele Minecarts hier bei Panda im Bahnhof stehen abnormal? Ja, bei mir stehen auch 1000 rum. Keine Ahnung wieso. Au. Ich habe keinen Bock mehr, die Welt wegzunehmen. Ja, same, es fährt ja eh keine mehr damit. Das sind alle zu unfähig, damit zu fahren, ey. Weil's so lecker. Warum hat das TNT so ein... Ja, anstatt dann für jeden Teleporter dahin zu machen. Ja, ist immer, die zwei Minuten kriegst du jetzt auch noch hin, oder? Ja, ich meine. Wir haben einen schönen Weg. Du gehst doch eh nur zu mir und wir haben einen wunderschönen Weg. Ja. Und das ist ja Cheaten. Echt so? Das sagt der, der sie mit dem teleportiert. Ja. Das stimmt. Da muss ich wohl erst gehen, Alter. Cheater. In der Baufolge nur. Nee, in der Sammelfolge meinst du. Ja, Sammelfolge, mein Gott. Jetzt hast du dich aber selber hier. Ja, ups. Wir haben dich an den Eiern, Alter. Buraki raus aus Minecraft, der darf den Server weiter bezahlen, aber nicht. Der Server ist aber bis, glaube ich, Ende des Jahres bezahlt schon. Ah ja, nice, mein Gott. Nee, der ist bis April, ne? Oh, Buraki April, raus April. Aus Minecraft. mein Helm ist Schrott, scheiße. Robert macht jetzt das LP weiter. Was? Nix da. Und bezahlt es auch. Euch mein und dann macht der Facecam und will die Begrüßung wieder machen und ich komm rein und versau ihm alles. Da hast du mir echt die Ehre genommen, Alter. Digga, hast du meine Augen gesehen, Alter? Digga, du warst so sad, Digga. Ich war richtig noch nie jemand sad, so traurig Alter. In meinem Leben gesehen, Digga. Digga, Alter. Selten jemand so traurig gewesen. Ja, die Hand schon gehoben, zerstört, er hat schon gewunken, weißt du, ich komm einfach rein. Servus, Leute, herzlich willkommen beim Drachenlord. Ich mein, beim Durchfalllord. Guck, ich bin da noch raus, wenn ich mir nicht so oft angegeben habe. So, Matthias, selber rekonstruieren, was er da labert. Matthias hat der neues Haus. Wo bist du, Matthias? Hier vorne, bei dem Berg, den ich immer abbaue. Der Berg ruft. Ich guck Weinberg. Mal, ob ich dich finde. Weinberg? Weg mit dem Müll, ey. Weg mit Weinberg. Dem. Weinberg. Manchmal ganz niedlich, aber ist mir zu haarig. Ja, Burak hier, ekelhafter. Was denn? Weil ich süß gesagt habe, oder was? Panda, was ist denn deine Meinung zu Furries? Zu Furries? Was sollen Furries sein? Oh, Alter, Rücken! Diese Leute, die sich in so Katzenoutfits und so, also diese... Ja, das sind Tierwesen, Mensch! Ich glaube, Panda würde da ganz gut drin aussehen. Große, so... Quasi wie große wie Menschen, nur als also, Tier halt. Ja. Oh, Panda, nein, hör auf damit, nein! Geht. Oh. Nicht so was? Hart. Die Furries? Geil, so... Bin ich mir nicht sicher. Die hat mir ein Bild geschickt. Von Furry. Von Furries. Furry, Alter. Was ist Furry? Er schickt mir auch. Hey, Junge, Menschen Junge, was sind das hier für Untermenschen, als ob die das nicht wissen? Kostüm. Es sind aber nicht, das sind nicht nur Kostüme. Du kannst doch nicht Glaziola nehmen, mein Lieblings-Ding, nein! Vor allem, ich komm nicht drauf klar, dass Glaziola angeblich ja ein Fell hat, irgendwie. Schickst du sie privat oder bitte in privat? Nein, schick's doch für alle! Ja, echt mal. Glaziola. Geile Fan. Die wird richtig verunstaltet. Die wird richtig Doggy genommen. Oh. Ja, geil. Nein, das arme Ding, ey. Dann wird's endlich mal Zeit. Hat jemand TNT? Ich muss was wegsprengen bei meinem Bär. Ey, Buraki, das habe ich erst vor kurzem erkannt, dass Glaziola so eine russische Mütze aufhat. Ist russische Mutter. Weißt du? Könnte daran liegen, dass es ein Schneeweiß-Pokémon ist. Ja, genau, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, so, wo ich mir so gedacht habe, wow. Wow, wait a minute. Wait. Vielleicht mag ich deswegen Glaziola so sehr. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Dass du auf Glaziola stehst. Hä, Glaziola? Hast du einen Fetisch? Ist das dein Fetisch des Tages? Nö. Glaziola Furries. Ach so, ja, Alter. Ja, Furries am besten. Glaziola Furry, Alter. Wo ist Kies? Da ist Kies reinschmeißen. Ich bin auch der Meinung, dass die kein Fell hat. Ich sag immer die, ne? Ich
sieht doch ziemlich weiblich aus, oder was? Ja, es sieht irgendwie mehr weiblich aus, nee, als männlich. Ich hab nichts blockiert, Panda. Eigentlich müsstest du mir alles schicken. Ich wusste, können. Dass Matze was schickt, weil er die ganze Zeit hier AFK steht. Ich wusste, jetzt kommt da irgendwas. Panda, möchtest du nicht mal so welche Fotos machen? Oh nein. Dann musst du Panda. Sich in ein Katzenkostüm anziehen oder so, wäre voll niedlich. Ja. Alter! Ich hab dir ein paar Vorschläge geschickt. Ich wusste, ich stehe einfach da so 10 Minuten AFK, ich bin nur so, oh nein. Now it's gonna go. Aber ja, ich glaube, Panda schon, findet das nicht so gut und würde da was sagen. Panda findet uns alle kacke. Nur dich. Ja, mich nur dich. Ja, aber mich findet jeder kacke. Das ist ja. Nein. Ja, du bist auch nett. er hat aber. Robert hat noch nicht gesagt, ich. Arriba. Hat sie geschrieben? Ja, hat sie. Das ist mehr als 64 Blöcke hier, Wahnsinn. Oh oh, er ist wieder AFK-Boyos. Kommt wieder neue Bilder. Ich hoffe, es hört davon aus. Ja, zum Glück nehme ich mit Traps auf. Traps. Ich will es auch sehen. Ich will es auch sehen. Nein, jetzt sehe ich das Unkraut mehr. Zwei Bildschirme regeln, Kinder. Jetzt ist die Sonne so weit unten. Wo ist das Sponsert mich. In Fettlava. Schlafen! Ja, schlafen! Was? Ist schon wieder so weit? Heftig. Hast du schon genug? Voll krass. Nein, ne? Also wenn du mehr abbaust, nehme ich mehr. Wenn nicht, ja, ich habe keine Erinnerung geben. Ein Tag geht echt nur so 6 Minuten. Oder? Ja, das ist normal. Nein, noch nicht. Ist es Tag? Ja. Jetzt. Geil. Abspritzen, voila. Okay. Oh ja, geil. Anschließend zum Döner. Döner mit Babosoße. Alles, nur der Schwanz von dem Mann soll weg. Schwanz. 20. Nee, für Marco nicht. Kann man sich das noch besser vorstellen. Dankeschön, mein Lieber. Brauchst du noch mehr? Hast du noch Platz? ich habe jetzt noch... 3, 4 Dinger habe ich frei, ja. Hier in der Kiste. Habe ich schon alles genommen. Hier, aber dann baue ich immer was ab. Du sollst ja voll nach Hause gehen. Du sollst ja voll nach Hause gehen. Haben wir schön fett saufen so. Warte mal, wo wurden nochmal Ziege? Ich sag Bescheid, wenn ich voll bin. Wurde denn dem Markt? Bei X-Fire. X-Fire. Guck mal, Ziege ist der Einzige, der immer noch X-Fire sagt. Echt so, X-Feuer. X. X-Voll-Voll. Pata-Voll-Voll. Pata-Voll-Voll. Steinstein. Jetzt hat er es verstanden. Machen wir morgen eine Farming-Session? Was? Weiß ich noch nicht. Schon wieder? Wusste ich aber nichts. Morgen? Wir können auch eine normale Bau. Nee, das glaube ich nicht. Ich muss noch so viel Beton machen. Ich glaube, das sollte reichen. Was für ein Beton eigentlich? Alle Farben, so kann man nur fast. Ja, aber naja, was heißt alle Farben? Nee. Hauptsächlich weiß, schwarz und blau. Ja, ich bin so gut wie blau habe ich davon eine Menge. Ja, aber ich will nicht schnorren. So wie gewisse andere Leute. Was? Wer? Wieso fühlt sich da Matze jetzt angesprochen? Echt so, Matze ist der Geberischste hier. Das ist halt beleidigend. Ach. Okay, das stimmt. Du bist auch sehr. Oder machen wir. Panzer? Wir machen einen Handel. Ein Handel? Hallo Pandas Mom, wie geht's dir? Ich bring dich einfach um, was für Handel. Hat deine Mutter die Bilder gesehen? Hoffentlich. Hä, hey, das wäre ja nicht so schlimm. Echt? Also, da bin ich auf die Resonanz gespannt. Nice. Hä, hey, wieso schickst du irgendwie ein Handheld und nicht? Ja, wir schicken nie welche. Was? Was? Hab ich auch nicht. Panda. Das finde ich echt dreist. Panda. Panda hinter ist für alle. Ja. Ja. Selbst aufgenommen, ne? Naja. Mal. Ich sag mal so, wenn ihr hinter es wollt, ist das nicht schwer, welche zu finden. Also ein für ab 18, ja? Ja, dann darf Panda da nicht rein. Ja, kann Panda da nicht rein. Ja, Ziege auch nicht. Hey! Da können relativ viele nicht rein. Das ist beleidigend. Alle für Buraki. Nö, es geht eigentlich. Baum darf nicht rein. Panda, Ziege, also, Drachennacht. Jason. Das, ne? Jason ist auch unter 18? Ja, welchen möchte ich drauf wetten? Nee, ich dachte, ja, wie dämlich er ist, ja. 18. Wie dämlich er ist. Ich auch sag von Kalabi. Harter Disto. Nee.
Das ist ein schwerer Eingriff in die soziale Umgebung eines Jasons. Schnauze da. So. Was? Dieser Jason darf jetzt damit nicht Jason. Jason Derulo. Nein, Jason. Jason? Warson. Ey. Mein Ständer biegt einfach ab. Das ist ein Mikro, ne? Was? Boah, ich dachte schon, ich hab was. Was willst du denn hier? Hey! Wir suchen. Ich dachte schon, ich kann nicht überschlagen, wo ich. Sag mit Fleisch. Ist doch geil, wenn er so. Egal, ich hänge in meinem Bambus drin. Ich war gerade bei Matze und ich hab seinen Bahnhof nicht gefunden, also bin ich hierher, damit ich da. Sag mal, block mal mit deinem Schild. Block mal damit. Sexy. Der ist im keinen Haus. Schaden bekommen. Ah, mein Schild. Jetzt, aber du warst betäubt, ne? Mach nochmal. Ich glaube, du warst. Langsamer als sonst bin ich. War das nicht so, dass wenn du mit der Axt gegen den Schild schlägst, dass der dann kurz irgendwie gestunt ist? Mein Schild muss nur aufladen. Also unten links sehe ich, dass mein Schild aufladen muss dann. Ach so. Interessant zu wissen für PvP. Oh. Ich bin Brockys Testobjekt. Noch besser. Noch ein Grund mehr, die scheiß Axt, die super Axt da zu holen. Theoretisch schon, ja. The bird is the word. The Forsaken. Aber ich mach dich auch mit Schwert kaputt, das heißt. Ja, ich mach aber so gut wie kein Problem mit PvP. Schade. What? Voll vergessen, dass ich hier einen Tropenbaum hab. Du kannst ja mal Fabi fragen, ob der online kommen kann mit allen Turnieren. Also, da kannst du eigentlich nur weglaufen simulieren, aber. Marlinas! So reicht ja. Noch gerade so. Säge! Ja. Ich bring dir was Klassisches. Junge, da gibt doch mal Setzlinge da. Hallo. Ja. Oh, danke. Bleiben Sie mal kurz hier. Keine Müdigkeit vortäuschen. Echt, ey. Wir haben noch eine Stunde. Frei. Also hier drin sieht jetzt echt leer, sieht echt komisch aus. Ja, du mir auch. Brauchst du eigentlich noch Kies? Oh. Ja, irgendwann sicher. Immer noch. Oh. Hey, so krieg ich meine Rasmus. Hat jemand Lust, ein automatisches Lagersystem zu bauen? Nee, nicht für dich. Danke! Oh. Nicht für dich. Ich baue mir so ein Ding selber. Ja, bitte. Aber das Ding ist zu lang. Das Ziel kann eigentlich. Man kann Zieglein, alles so Zieglein an der Wand hinsetzen und dann musst du es einfach immer nur kopieren. Ja, das wir haben bei uns auf dem Server 1 das Problem ist, das ist so riesig mittlerweile. Ja, ist normal, ja, für jedes Item. Wenn du lebst in diesen Kellerräumen. Ja, nee. Ist da ein Magma-Schleim? Würde mich nicht wundern. Lass meine Freundin. Schleimi! Siegesfreundschaft ist so Schleimi. Schön. Kennt ihr diesen Horrorfilm The Cube? Schön. Ja. Das ist auch mein Freundschaftsverbot. Ich hab mal eine Frage. Ja. Wenn ich in Magma-Schleim eingreife, greifen mich auch die Zombies Big Mac mich an? Ja. Er labert. Klar, das sind ihre Bros. Komm her. Die nehmen alle mit Harz hier. Sag mal. Boah, ja, Holz abbauen macht echt Laune, du. Die leben alle auf der Netherfestung Staatskasse. Na, Panda und Ziege, habt ihr bald wieder Schule, was? Oder habt ihr schon? Was, ja, 27. Stimmt, Schule geht ja bald wieder los. Jammer, schade, ne? Ja. Es ist scheiße. 11.05. erst. Sehr gut. Alter, wisst ihr noch damals, als man zur Schule gehen musste? War geil. Das Zeiten, ne? Das war richtig geil. Ja, und am Montag gibt's Maskenpflicht. Ja, ich hab schon eine. Aber eine richtig gute, die aus der Dead Adam Album, Alter. Hast du so eine Totenkopfmaske oder sowas? Nein, das ist aus einem Musikalbum aus der Collector's Edition. Damals, von so einer Hip-Hop-Gruppe. Schade. So eine suche ich. Auch von Dead Adam oder eine normale? Ja, von Dead Adam wäre nice. Oh, Bro, lass mal Partner-Look machen, Bro. Ja, genau. Was für Harte, Digga? Digga, willst du mich eigentlich. Willst du gleich meinen Sack ausreißen, Digga? Ich hab ja keinen coolen Partner. Ja, so ein neuer Fetisch. War ja ganz geil. Nee. Alter, ich. Wie alt ist dein Bruder? Ich fick den. Ach, Glas hab ich auch nicht mehr, ne? Oh. Backcreme. Ja, den fick ich, Digga, Alter. Was schmeißt du sowas weg, Alter? So einen Nutten. Alter, das längste dauert immer, dieses Rohstoffe beschaffen. Ja, was? Jedes Mal fehlt dir irgendwas, dann musst du wieder weglaufen.
Warte, wo gab's noch mal braune Pilze? Was ist ein Assi, Alter? Schmeiß dir die einfach weg. An meinen Füßen. Kann ich die haben? Brauchst du aber einen Schaber. Meine Zunge reicht auch. Schade, habt nur mit der. Da kriegst du Gouda raus. Schade, habt nur eine Gouda, beste. Ich hab aber nur eine Kettensäge. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, mein Kriegst Ding du noch ist mehr? Huch, der ist aber klein. Weißt du? Der ist aber klein. Alter, wieder 4 Level, ja, Leute. Was machst du da? Wo levelst du gerade oder was? Nee, ich habe gerade meine Kartoffeln aus dem Ding geholt. Achso. Und einfach 3 Level. Ich wollte gerade sagen, als ob er levelt. Ja, sorry. Da habe ich gerade dumm überlegt. So, ich habe letztens gelevelt. Ich hatte vorhin noch 34 Level. Wo hast du denn gelevelt? Ich habe gemint. Achso, in der Mine. Ich dachte, du hast dich mal würdig gegen Monster behauptet. Warum sollte ich? Um besser zu werden. Nee, Minen bringt ungefähr gleich viel Level, wenn nicht sogar mehr. That's cringe, Bro. Wenn du was findest. Nice. Ja, klar. Aber normalerweise findet man. Alter, Tropenbaum-Setzlinge kriegst du so gut wie gar keine. Das sind Pilzen! Ich brauch Pilze! Ja, wie kriegt man diese Setzlinge mehr? Gibt's da nicht einen Trick oder so? Ich hab mit euch geredet. Aber keiner hat eine Antwort. Weiß niemand da. Wahrscheinlich nicht. Was war die Frage? Setzlinge. Wie kriegt man die schneller? Keine Ahnung. Also ich glaube, Laub mit Abbauen mit irgendwas geht glaube ich nicht, ne? Tick-Speed. F in the chat, boyos. Alles hat mir so geleckt. Es hat 5 Sekunden gedauert, bis ich gestorben bin, nachdem ich Ja, ich kann auch gerade nicht mehr essen, Alter. Boah, om nom nom. Warum? Scheiße, einer hat's gemerkt. Für Reloading. Asozial. Ja, Marco hat's nicht gemerkt. Ist asozial. Ich hab's gemerkt, aber ich bin so geschockt davon, dass ich jetzt nicht sagen kann. Ja, so geschockt. Oh Mann, ich brauch Glas. Warum hast du Panda so sehr? Du weißt ja gar nicht, was R bedeutet. Rudelbumsen. Rudelbumsen, ey. Digga. Du bist vielleicht einer. Ein Schlawiner. Ich bin auch bekannt als der Schlawiner. Digga. Du ein Wiener. Und als Harry. Und als hässlicher Digga. Bastard, aber das war. Bastardeboss. Hat keiner von euch TNT? Ich muss was sprengen. Geh weg mit TNT. Du fährst schon so oft, aber. Nee, ist auch klar. Ich glaube, Ziege ist gerade nicht da. Ich will wissen, wo die Netherfestung ist, damit ich schon mal weiß, wo ich hinlaufen kann. Das ist mal. Ja, Ziege sagt immer, die sei weit weg. Ja. Ich sehe aber nur einen Erdweg. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ja, das könnte auch Baums Geheimweg sein zu seinem komischen Puff da. Puff, Nutten. So. Ich muss euch allen ja schon mal sagen, dass ihr sehr schöne Menschen. Damit. Das wolltest du letztes Mal schon sagen, aber da habe ich dich unterbrochen, da hast du es nicht gesagt. Danke. Ja, ich finde, man sollte das euch auch öfter sagen, weil ihr habt es verdient. So. Was? Dass ihr schöne Menschen seid. Ist ja ekelhaft der Typ, ey. Ekelhaft der Typ. Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen. Ja, ich merk's, aber ich werde es ihm trotzdem geben, weil ich weiß, dass er sie. Ja, das liegt nicht daran, dass ich halt immer mit Robert so ganz lange zusammen war. Ja, da wird's mich auch stören, Tobias. Siehst du? Okay, wer braucht noch beim Magma? Aber ich werde es dir trotzdem weitergeben, weil ich glaube, im Inneren tust du sie gut wertschätzen. Alter, wer hat denn die ganzen Magma gestellt? Jetzt schüttelt sie ihm den ganzen Körper so. Wer will noch mal Magma-Creme haben? Keiner. Creme. Ricola! Creme kannst du immer mitbringen, weil du das ist. Creme? Magma-Creme? Ja, klar.